Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squads. Episode Nummer 126 ist heute am Start und ich sehe aus wie ein Haufen Scheiße. Woran liegt das? Guckt mal aus dem Fenster, dann wisst ihr Bescheid. Es ist hier so unerträglich warm drin. Ich habe vorhin das Fenster aufgemacht, weil vorhin Durchzug war und jetzt ist kein Durchzug mehr und dieses Zimmer hat sich wieder aufgeheizt bis zum geht nicht mehr. Aber was soll's, wir machen trotzdem heute erstmal einen 7 Minute Squad. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da 1000 Likes wären richtig, richtig nice. Vielleicht schafft das ja mal wieder, wäre extrem geil und lasst euch auf keinen Fall von meinen Haaren oder von irgendwas anderem hier irritieren. Das ist einfach nur der Hitze geschuldet und ich denke mal, es zeigt einiges, dass ich hier trotzdem sitze und dieses Video für euch machen will, weil gestern ja keins kam. So, wir gehen erstmal und suchen uns eine Formation natürlich aus. Und ich will das heute mal ein bisschen interessanter machen mit dem Spieler auswählen, denn ich wähle mir erst eine Position aus und dann suche ich einen Spieler. Und der Erste, der auf dem Transfermarkt erscheint und diese Position hat, den nehme ich dann. Ich glaube, wir spielen heute mal, was spielen wir denn mal? Spielen wir mal, 4-2-3-1-2 vielleicht, ich glaube, 4-3-1-2 ist ganz interessant. Und dann hätte ich gerne den 10er. Das heißt, der erste 10er, der jetzt kommt, abgesehen davon, er ist zu teuer, ich habe nicht mehr so viele Coins, wie ihr eventuell wisst, den werde ich dann nehmen. So, Gold und der erste 10er ist, Neymar, Korea. Ja, Korea ist gar nicht mal so uninteressant, war der hier 10er? Ne, das war alles wunderbar. Neymar, 1,4 Millionen, mein Gott, ich bin so arm. So, wir bieten auf den. Ich glaube, ich habe ihn schon bei und kriege ihn sowieso nicht, weil die A-Server rumspacken oder auch nicht. Gucken wir mal nach, ob ich den Verein habe und danach suchen wir noch einen zweiten Spieler und der wird dann random sein. Das heißt, da weiß ich nicht, welches mein Spieler werden wird. Wir schauen nach und Korea habe ich tatsächlich im Verein. Ne? Das ist natürlich jetzt bitter, aber egal, dann diskarte ich den anderen gleich einfach. Beziehungsweise werde überboten, was natürlich auch wunderbar ist. Dann haben wir das nämlich schon mal geklärt. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den nächsten Spieler. Und das wird Bastian Schweinsteiger, das ist blöd. Das ist blöd, weil wir haben in der Formation 3 ZMs und ich möchte mich dann langsam auf den Außen stehen haben und als 6er ist der mir zu doof. Bravo ist schon interessanter, der hat gestern den Cup da gewonnen mit Chile von, ach ne, ist auch eine BVA, ne? Scheiße, okay, machen wir nochmal. Klose, Inform. Ist eigentlich ganz interessant, oder? Ich denke mal, Klose kann man eigentlich mal machen. Miroslav Klose. So, dann suchen wir mal eben den Inform Miro, den ich sowieso aber ausprobieren wollte, von daher kann ich mir den auf jeden Fall auch kaufen. 17.000, 16.000, 16.000, kriegen wir auf 15.000, oder? 15.000, ich muss ja übrigens nochmal kurz raus aus diesem Zimmer hier, weil ich gerade komplett ausraste. Aber gut, so, 15.000 Coins, dann warten wir, bis es geladen hat und sehen uns gleich. Leute, ich gehe hier drin ein und das ist kein Spaß, ey. Das macht es alles nur noch schlimmer, dass ich hier rede und die Xbox an ist und der PC und ach du Scheiße, das macht es noch wärmer. Aber egal, wir haben Korea und wir haben Miroslav Klose. Das ist eine interessante Kombination. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal durch in 3, 2, 1 und go. Und bauen zur Feier des Tages noch einen Chilen ein. Und ich denke mal, das wird Arturo Vidal werden. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Aber ist durchaus möglich, dass der das werden wird. Wobei, wir schauen mal, ob wir den einbauen. Erstmal müssen wir jetzt hier den Korea mit dem Klose verlinken. Dann nehmen wir einfach Higuain, beziehungsweise Tevez, beziehungsweise Icardi, beziehungsweise sonst wen. Ich glaube, ich entscheide mich da aber tatsächlich für Palacio. Das habe ich nämlich als erstes gedacht, weil der so schön schnell ist. Und Klose ja nicht so schnell ist, wobei Tevez natürlich auch nicht langsam ist. Sondern sogar noch schneller. Saviola gibt es? Der spielt bei Hellas? Das ist aber ein anderer Saviola, oder? Ja, ist der Richtige. Wahnsinn. Wusste ich gar nicht. So, Tevez. Der hat aber hohe Arbeitsraten. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich glaube, ich nehme Palacio. Oder nehmen wir Palacio? Wir nehmen Palacio, komm. Ist egal, dann nehmen wir als nächstes. Brauchen wir einen zentralen Mittelfeldspieler und zwar von Lazio, weil wir müssen ja irgendwie Klose verlinken, beziehungsweise auf Chemie bekommen. Nur schauen wir mal, was wir da so bekommen. Leider Gottes ist der Team of the Season Philippe Anderson kein zentraler Mittelfeldspieler. Und die haben sonst nicht so schnelle Spieler hier. Und Argentinien können wir nicht schon wieder benutzen. Das wäre ein bisschen blöd. Deswegen benutzen wir Uruguay. Wir nehmen González, weil er der schnellste ist und weil ich den, glaube ich, mit Korea ganz gut verlinken kann. Denn dann nehmen wir jetzt einen Sechser und zwar einen Sechser von Atletico Madrid. Weil wir müssen den auch irgendwie auf Chemie kriegen, ne? Das war ja ganz klar. Ich glaube, Mario Suarez wäre da der Beste. Oder Thiago. Nehmen wir Thiago. Und dann nehmen wir als Innenverteidiger nämlich Godin. Den guten alten Godin, wie die Engländer aussprechen. So, und dann brauchen wir jetzt noch, er hat jetzt einen Deadlink, einen Linksverteidiger aus Uruguay. Damit wir das Ganze auf Nordlings Wasted bekommen. Mal sehen, ob wir da einen finden. Ich habe einen im Kopf, aber der hat in der brasilianischen Liga, glaube ich, gespielt. Das heißt, den wird es dieses Jahr nicht geben. Nee, es gibt nur Cáceres. Was natürlich schon mal scheiße ist, aber noch änderbar, denn wir können ja einfach einen Rechtsverteidiger nehmen und die beiden Stürmer umstellen. Das geht natürlich auch. Dann nehmen wir da,
Nee, der spielt ja in der gleichen Liga. Wir könnten Cáceres nehmen, den ich gerade ja schon erwähnt habe. Aber der ist mir ehrlich gesagt zu innenverteidigerisch. Wir nehmen einfach mal Pereira. Wenn den normalen Pereira, dann nehmen wir... Ist auch lieber, wir fahren, dann nehmen wir den normalen Pereira. Denn für Außenverteidiger brauchst du keine Coins ausgeben. Da kannst du auch einen Bronzespieler theoretisch hinstellen, wenn er ein bisschen Pace hat. Über 70, dann reicht das eigentlich vollkommen aus, wenn er groß genug ist. Gut, das heißt, wir müssen noch ein bisschen umplanen. Wie viele Deadlings hat Thiago momentan? 1, 2, 3. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen zentralen Mittelfeldspieler aus Argentinien, aus der BVA. Oder wir nehmen einen Portugiesen aus der... Nee, warte mal, brauchen wir gar nicht. Doch, brauchen wir. Oder einfach einen Portugiesen. Eigentlich reicht doch nur ein Portugiese, oder? Eigentlich reicht doch nur ein Portugiese, ja. Und zwar Bruno Alves. Also als Innenverteidiger erstmal. Bruno Alves. Machen wir nochmal. Bruno Alves. Bruno Alves. Nicht Rechtsverteidiger, sondern Innenverteidiger. Ja, alles klar. So, haben wir. Zack. So, machen wir als nächstes noch Fernando Muslera im Kasten. Weil uruguayischer Keeper und der verlinkt sich mit, ne? So, Thiago. Dann nehmen wir dahin jetzt. Wen nehmen wir denn da jetzt hin? Und jetzt hat Thiago nur einen Deadling. Das heißt noch nicht, weil ich das sowieso vergessen. Oder kann man sowieso vergessen. Oder wir nehmen jetzt. Nein, ich glaube, noch nichts weiß, kann man vergessen. Oder? Müssen wir mal schauen, warte mal. Palacio, der kriegt aber keine volle Chemie. Dann brauchen wir hier noch einen Argentinier. Oder so. Bruno Alves kriegt keine volle Chemie, weil er keinen Link zu Godin hat. Er hat zwei Strong Links. Und. Warte mal. Haben wir schon zentralen Mittelfeldspieler im zweiten? Nee, ne? Ah doch, klar, den Kollegen links da. Uruguay, Godin. Dann können wir hier eigentlich einfach so weiterbauen. Dann können wir auch mit dem uruguayischen Innenverteidiger weitermachen, glaube ich zumindest, wenn ich mich jetzt nicht gerade komplett vertue. Aber das ginge auch, wenn wir da einfach Cáceres nehmen würden, jetzt als Innenverteidiger, da wo er hingehört. Zumindest dieses Jahr. So. Nehmen wir ins Tor Buffon. Ah ne, Serie A sind wir ja schon. Scheiße. Okay, Planänderung. Auch wenn das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird. Ja, weil es gibt halt keinen. Okay. Dann nehmen wir doch Muslera ins Tor. Den haben wir ja quasi schon auf der Liste. Dann brauchen wir jetzt hier einen Innenverteidiger aus der türkischen Liga. Und zwar. Weiß ich schon, wen wir da nehmen werden. Glaube ich zumindest. Vorher müssen wir mal hier beim zentralen Mittelfeldspieler nachgucken. Da brauchen wir nämlich in Argentinien. Mir fällt aber spontan Belushi ein. Ich glaube, das ist auch der einzige, den es da gibt. Es gäbe noch Kollmann, aber der sieht echt scheiße aus. Der hat eigentlich gar keine Werte für Goldspieler. ZOM, wie sieht es da aus? Scarione gibt es dann noch. Der an sich auch gut aussieht. Besser als Belushi ist die Frage. Fernando Belushi. Nein, definitiv nicht besser als Belushi. Dann nehmen wir den da hin. Dann nehmen wir hier hin einen Innenverteidiger von Bursa. Aziz gäbe es da, aber ich guck mal nach, ob es noch einen anderen gibt. Klar, ich gehe auch in eine andere Richtung und nicht in die sinnvolle Richtung, weil ja auch Schwachsinn. Aziz ist der einzig sinnvolle. Dann stellen wir den da hin. Den habe ich auch im Verein wegen meinem, wegen meinem BSG. Aber jetzt haben wir das Problem, dass Thiago nicht zu Aziz linkt und dass es nicht Nolings wasted wird. Weil wir noch einen Linksverteidiger brauchen, und zwar Taibo. Also wir brauchen nicht zwingend Taibo, wir brauchen auch eigentlich nur einen Türken, aber Taibo ist halt auch nicht so schlecht. Auch wenn das dann doof ist wegen der Links, vor allem für Kollege Schnürschuh da drüben. Wie heißt er denn? Den Namen vergessen. Oh, Erkin. Nehmen wir mal Erkin. Für den wäre es blöd, weil der hätte dann wirklich viel zu viele. Naja, einen zu viel auch. Ja, wir lassen das so. Gut, dann sind wir fertig, würde ich sagen. Hoffe ich zumindest. Ich bin gerade wirklich hier am Schmelzen und muss mal kurz wieder rausgehen, beziehungsweise mal kurz mich abkühlen. Dann sehen wir uns gleich wieder mit dem vervollständigen Team. Ich fasse das langsam echt nicht mehr, ne? Als ob es nicht sowieso schlimm genug wäre, dass es nicht nur nichts wasted ist. Nein, es ist noch schlimmer, denn Thiago kommt nicht auf volle Chemie. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt erstmal noch verkacken konnte. Ich habe doch noch die ganze Zeit gesagt, der braucht noch einen Link. Und ich habe es trotzdem nicht hinbekommen. Jetzt haben wir mittlerweile noch 7 Chemie, das heißt immer noch 3 mehr als 4. Also er hat mehr
können, als er eigentlich hätte. Und von daher ist es nicht so schlimm, denke ich mal. Wir gehen einfach jetzt mit diesem Team ins Spiel. Man sieht auch öfter bei anderen YouTubern, wie beispielsweise das Wayback, dass die Spieler auf 7 Chemie im zentral-defensiven Mittelfeld als Piquet zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob der 6 oder 7 hatte, auch ganz gut funktionieren. Ich hoffe hier auch. Und wir sehen uns gleich beim Gegner. Wir werden gegen ein Team mit Bronzebank spielen, das weiß ich jetzt schon. Als hätte ich es nicht gesagt. Denn der hatte 60er Bewertung in der Defensive und im zentralen Mittelfeld. Aber egal, auch das muss nichts heißen. Wir gehen einfach mal rein. Ich blende euch jetzt einen Screenshot ein, wie das Team richtig, also ist mir gerade aufgefallen, wie das Team hätte auf volle Chemie kommen können. Ist es nicht. Deswegen müssen wir uns das anders beweisen. Naja. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Korea! Das wäre auch zu schön gewesen. Ich dachte, der wäre drin. Ich habe den drin gesehen, aber der Ball geht erstmal am Tor vorbei. Bisher ist der nicht sonderlich stark. Das habe ich ja quasi angekündigt. Auch dass er eine Bronzebank hat, zeigt ja, dass er sich nicht imstande fühlt, gegen Gegner mit ansatzweise gleichwertigen Teams gewinnen zu können. Aber das muss nichts heißen, Klose hier, aber wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Momentan bin ich noch relativ überlegen, aber ich komme nicht so wirklich vors Tor. Jetzt vielleicht mal über Palacio auf Korea. Kein Abseits, aber er kommt nicht an. Wow, und dann ist es wieder so ein Bullshit-Tor, was einfach nur für FIFA steht. Dass Ibrahimovic da macht, muss man, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, oder? Der Pass, okay, aber was ist das? Also... keine Ahnung. Ruhiger Spielaufbau über Godin, über Pereira. Jetzt mal ein Doppelpass. Okay, das hat nicht funktioniert. Dabei kommt trotzdem zu Klose irgendwie, auch wenn das gar nicht dahin gedrückt war. Kann ich rüberspielen auf Palacio. Der steht halt wirklich hinten drin extrem gut. Er hat aber auch die Spieler dafür. Gar keine Frage. Aber so ist das extrem schwer, da durchzukommen. Vielleicht jetzt mal über Pereira. Aber gegen Verratti ist natürlich auch nicht so einfach jetzt. Setzt sich aber durch die Flanke. Kloses Kopfballschlag. Ball kommt aber auf Palacio. Legt ihn in die Mitte. Da ist Korea, unser Mann in der Offensive. Aber das ist halt alles defensiv bei ihm extrem stark. Offensiv bringt er nichts, aber defensiv steht er halt einfach. Und dann reicht dieses eine Bullshit FIFA 15 AIDS-Tor. Den Ball richtig fein durch die eigenen Reihen laufen. Jetzt macht er das, was er die ganze Zeit versucht hat und es kommt ein Schuss durch und natürlich ist es das Tor. Ich habe vor 10 Sekunden oder so auf sehr offensiv geschaltet und zack ist der Ball direkt drin, weil Ibrahimovic halt einfach nicht zu stoppen ist. War ein schöner Doppelpass, ist aber trotzdem sehr bitter, weil ich halt einfach der wirklich Bessere bin in diesem Spiel auch. Aber ich komme halt einfach nicht entscheidend durch, vor allem weil mein Sturm, Palacio ist unsichtbar und Klose ist halt einfach, er ist halt einfach langsam. Ne? Der kann halt einfach nichts, außer er steht im 16er, da wäre schon wieder was hingefallen. Und Palacio macht dann sowas, weißt du, da kannst du halt nichts gegen tun. Oh, González, mal wieder mit einem Torschuss, das gibt's eigentlich gar nicht. Nach einer Ecke, aber es wird halt nicht gefährlich. Und jetzt kann er kontern theoretisch, aber nicht, wenn da ein blonder Innenverteidiger steht. Ich glaube, es war Aziz. Was war das für ein Pass? Er nicht hingedrückt. Ja, der Pass kommt an. Oh. Komm, mach ihn rein. Oh, Klose, normalerweise das seine Spezialität. Einfach irgendwelche Abpraller reinmachen. Die einfachsten Bälle, die einfachsten Bälle. Klo, oh mein Gott. Das Einzige, was der je konnte, war köpfen, ne? Und das kriegt er jetzt hier nicht hin. Also irgendwie ein sehr verfluchtes Spiel. Wenn man mal die Chance bekommt, dann nutzen die Spieler sie auch einfach nicht. Aber was willst du tun? Du hast noch ein paar Mal mit Ibrahimovic draufgezogen, insgesamt in den letzten Minuten. Und versuchst jetzt wohl nochmal, aber kommt nicht durch. Und das war's. Von der Partie das bessere Team gewinnt hier mit 2:0. Er hat das bessere Team, er hat schlechter gespielt, trotzdem gewonnen. So ist FIFA nun mal teilweise. Er war aber insofern wirklich, das muss ich ihm zugutehalten, also defensiv war das echt bombastisch. Das kann an den Spielern gelegen haben oder an meiner Offensive, die einfach überhaupt nichts hinbekommen hat, hat man ja gesehen. Aber war auf jeden Fall trotzdem an sich ein interessantes Spiel. Halt leider mit einem schlechten Ende und an sich auch eine schlechte Bewertung bei unseren Spielern, was vollkommen zu Recht so ist, weil das wirklich... erbärmlich war, möchte ich sagen. Das war echt, naja. Aber gut, aus solchen Episoden muss es geben. Ich hoffe, trotzdem hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Nächstes Mal geht es dann wieder hoffentlich gegen ein etwas gleichwertigeres Team und nicht gegen Bronzebank-Team. Aber wer es nötig hat und einen kleinen Penis hat, der muss sowas halt machen. Bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.